Hallo liebe Eltern und liebe Kinder. Ich bin die Frau Kleberg. Viele von euch, die kennen mich noch vom letzten Mal, als die Frau Noack mich vorgestellt hat. Heute möchte ich aus unseren heiligen Katakomben uns gerne vorstellen, und zwar mit unserem neuen Laden vom Schuhwido in der Stötteritzer Straße 85. Leider ist es ja nun so, dass unsere Eröffnung noch ein kleines bisschen wieder nach hinten verschoben wird, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben uns für euch was einfallen lassen. Einige von euch sind bestimmt schon beim Spazierengehen bei uns hier am Shop vorbei und da ist aufgefallen, dass wir die Aushänge haben mit unseren Probiertütchen. Mit Sicherheit, als ihr es gelesen habt, ist die ein oder andere Frage aufgekommen. Deswegen werde ich jetzt mit meiner Kollegin, der Frau Hage, euch das ganz einfach mal vorspielen, damit ihr auch wisst, wie es überhaupt vonstatten geht und was man sich darunter auch vorstellen kann. Und dann hoffen wir, dass dann die ein oder andere Frage, die ihr sonst gehabt hättet, damit auch gleich beantwortet wäre. Man sitzt heute genug an der Technik und langsam sollten wir uns vielleicht auch wieder dran gewöhnen, mit einem netten Plausch unter Einhaltung der Corona-Regeln, dass wir uns trotzdem schon mal sehen, einfach ein bisschen kennenlernen und ihr eure Bedürfnisse und Wünsche uns ganz einfach mitteilt, sodass dann die Frau Hage und ich euch ganz einfach mit Rat und Tat immer zur Seite stehen können. Ja, hallo, mein Name ist Hage. Ich habe an Ihrem Schaufenster gesehen, dass Sie Probiertütchen anbieten. Meine Tochter und mein Sohn bräuchten neue Schuhe. Wie könnten wir denn jetzt verfahren? Da bin ich schon sehr interessiert. Hallo Frau Hage, ich grüße Sie. Ach Kinder, zwei gleich, sehr schön. Welche Schuhgröße haben denn die Kinder? Einmal 33, einmal 34. Hat denn Junge oder Mädchen eine bestimmte Farbe? Ach, ganz flexibel. Um die Größe auch vom Fuß her, weil Fußgröße ist ja nicht gleich Schuhgröße. Haben Sie da einen bestimmten Wunsch, wo die Kinder am besten zurechte gekommen sind? Habt ihr jetzt immer Frodo gehabt oder Philly oder Däumling? Braucht ihr auch gleich noch ein paar Mützen noch mit dazu und noch ein paar Loops, dass man gleich das in der Kombi gleich mit richtig macht, dass das auch alles dann schön farblich abgestimmt ist. Da können wir dann gleich noch ein bisschen was zurechtstellen. Nein, das heißt auch, Frau Hage, wir beide machen uns einen Termin, dass Sie zu uns hier an den Laden kommen. Wir bereiten hier vorne im Schaufenster für Sie was vor, wo Sie sich das aussuchen können, ob das das Richtige für Sie ist. Dann wird das alles aufgeschrieben, es wird datentechnisch erfasst. Dann packen wir das alles ein. Sie bringen auch bitte Ihren Personalausweis mit. Und dann drücken wir Ihnen ganz einfach in Einhaltung der Corona-Abstände das Tütchen in der Hand. Und Sie haben dann 2-3 Tage Zeit, das in aller Ruhe zu Hause zu probieren. Oh, hallo Frau Hage. Na, alles gesund? Fantastisch, danke schön. Es hat sehr gut gepasst alles. Wir nehmen alles, was in der Tüte ist. Ach, das ist ja super. Aber Sie sind wirklich ganz lieb, dass Sie das so wieder mitgebracht haben. Aber das haben wir wohl alle Beete ein bisschen verschwitzt. Weil das, was Sie behalten, brauchen Sie nicht nochmal mitbringen. Sie bringen nur das mit, was Sie nicht nehmen. Ja, jetzt ist passiert. Aber ich finde es schön, dass Sie es nochmal ausgeführt haben. Genau, ne? Ihre EC-Karte haben Sie mit? Die habe ich dabei. Genau, wir machen das alles schön bargeldlos, so wie das sein sollte. Na? Können wir mit drauflegen machen. Ja? Genau, kontaktlos. Super, einmal Ihres, genau. Vielen Dank. Bitte einmal noch einen PIN eingeben. So, vielen, vielen lieben Dankeschön. Dank. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ja, da würden wir uns sehr freuen. Na, sehr, sehr gerne. Na, bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Eltern, ich hoffe, unser kleines, spontanes, amateurhaftes mit Einbau an leichten Fehlern, ihr mögt es uns verzeihen, hat euch einen guten Einblick eingeschafft, wie das mit den Probiertüten vonstatten geht. Wir sind natürlich von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr vor euch da und dann halt auch am Samstag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr.
Wenn, wie eben gesagt, das mit dem Online, ihr habt da keine Lust drauf und macht ein mit uns gemeinsam ein bisschen auf Oldschool, dass wir uns schon mal einen kleinen netten Plausch am Telefon haben. Wir stehen zu den angegebenen Zeiten auch jederzeit für euch bereit am Telefon und alles, was ihr auf dem Herzen habt, Fragen und Bestellungen, klären wir auch alles für euch sehr, sehr gerne am Telefon. Da lassen wir mal die Technik ein bisschen beiseite. Wir haben alle genug schon an der Technik dran gehangen. Jetzt pflegen wir mal wieder die Kontakte mit der persönlichen Bindung. Das üben wir jetzt mal schon langsam. Also die Frau Hake und ich, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns besucht. Bis dahin bleibt bitte gesund und munter, passt weiterhin auf euch auf und bis bald.